Spray. Ohne Tobis krasse Waffe. Ja. Scheiße. Kein Kontakt. Weiter so. Zeig dem Regime, wer der Boss ist. Halt mal einen Moment, bevor wir. Ich muss gucken, ob ich nicht wieder aufwerten muss. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Da ist er ja! Ich seh ihn! Guck, der kann sich so wegbeamen. Ja, und eben hat er sich auch weggebeamt. Woher habt ihr diese Macht? Ich glaub an dich, Schwester! Habt ihr Mädchen auch so fies? Oh. Egal, wozu ihr fähig seid, ich werde euch vernichten! Oh. Na, schieß! Ja, das geht auch gut so, ne? Ja, ging eben auch gut. Ja. Kann auch sein, dass normale Waffen gerade nicht. Oh, was? Ihr habt keine Chance gegen mich, Mädchen. Den Helden unseres geliebten. Ah, guck mal, jetzt! Ja. Ich schicke euch mit in die Hände von ihr Hölle! Ihm nach! Alles so, gibt's oder hier nicht was? So. Nicht wahr? Wir haben noch eine ganze Menge zu tun, bevor wir draufgehen, Schwester. Danke, Jen. Ein Tee, bitte. Dankeschön. Hab schon. Ah, ja. Oh, mal sehen, wie es über den klappt. Ganz beschissen. Ganz beschissen. Warum steht eigentlich immer bei der Granate, wenn man sie wirft, E und dann so komisches Zeichen? E heißt, dass sie zu nah bei dir liegt, dass du sie nochmal wegwerfen kannst. Ach so. Hier ist eine Kiste, du bist dran vorbeigerannt. Nee, ich weiß nicht. Ich sammle die extra nicht ein, weil. Wenn ich sie einsammle, muss ich dir sagen, dass ich sie einsammle. Achso, ja gut, die war aber offensichtlich, deswegen. So, welche hat jetzt gemeint? Die unten? Hab die hier habe ich eingesammelt. Alter, der ist kein bisschen wahnsinnig, oder mit seiner riesigen Statue, oder? Mhm, da unten? Die finde ich schon gut. Hier. Ja, mit seinem Schwert. Oh. Ist was runtergefallen? Ja. Okay. Ist da noch irgendwas drin? Nee, nur die Kiste. Oh. Hau rein, Schwester. Du hast Spaß, höre ich. Ja, nur Soldaten haben das gut. Oh! Ach ja, warum ging das jetzt nicht frei? Ob man näher ran muss? Ah, hau. Kiste. Jetzt sind wir wieder hier, ey, mein. Ja. Boah, warte mal, ich will was probieren. Geht das auch? Ja, man kriegt die Holzkisten damit auf. Durchaus gut.
So, ich geh mal kurz wieder Geld ausgeben. Bait. Meinem Geschmack nach. Ich bin fast tot. Ich hab. Keine Ahnung, ob du es zu mir schaffst. Naja, da sind zu viele. Ich bin selbst fast tot. Ah, ich komm raus für der Tür. Ah, jetzt bist du weggelaufen. Wenn du zur Tür kommst, kannst du mich retten. Nee. Jetzt! Mach Dings! Ich bin doch hier! Ja, jetzt killt mich die Jägerin, wow. Das war... Komm hier rein! Ich weiß nicht, wo du bist. Bin... Achso, ich bin hier in dem Gang drin. Achso, sehr gut. Die hässliche Jägerin immer, wo man erst in 10 Minuten die Waffe wechseln muss. Nicht mit dem Götterhammer. Oh, der geht auch. Ja, ohne Probleme, aber das Problem war der Große, der neben ihr stand. Der hat mich dann fertig gemacht. Ich wollte die Jägerin damit ausschalten und ich wusste nicht, ob das nicht auch funktioniert bei denen, aber das funktioniert leider nicht. Sind wir wieder hier? Momentan. Na gut, hier unten ist angeblich noch mal schon, aber. Warte mal, ich komm. Hier unten. Ja. Steckt mein Kopf in der Wand. Wo ist denn hier unten? Wieder zur Statue und dann ganz runter. Ah. Und sogar leben. Okay. Perfekt, dass du da gestorben bist. Guck. Ja. Krass. Bin beeindruckt. Okay. Dauert aber auch ziemlich lange, ne? Ja. Vielleicht kann man den irgendwann aufrüsten, dass es richtig schnell geht, aber ich glaube leider nicht. Ist halt auch eine sehr mächtige Waffe, so, ne? Ja. So, auf keinen Fall. Ja. 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 Ey, den Kopf auch abschießen. Ich komm grad nicht hoch. Ach, da ist auch eine Leiter. Die man nicht benutzen kann. Jetzt. Was ist denn nervig? Ja, gut. Mein Mauspad, ich habe ja hier meinen Schreibtisch. Und nebendran habe ich noch ein Stückchen Schränkchen hingestellt. Und das Schränkchen ist einen halben Zentimeter kleiner. Und da ich so ein fettes Mauspad, also so ein Hartplastik-Mauspad habe, wackelt es immer. Man weiß, das ist voll nervig beim Spielen. So. Ich habe ein riesiges Mauspad und benutze ein Viertel davon ungefähr. Ja, ich habe so ein Gaming-Mauspad. Da ja. Ja, ist nur so 30 Zentimeter. Oh, dankeschön. Also ist nicht so riesig, aber. Jetzt, ich muss mir dann was basteln. Irgendwas drunter, dass es da hält. Sollte zur Hand gehen, okay. Oh, ein runder. Gesellschaftshof! Da kommt sie denn! Ein wunderschönes Spektakel! Jawohl, ändere meine Position! What?
steht einfach vor meiner Nase, WTF. Oh, der. Lol. Machen die bei dir auch so komische Bewegungen? Ja, sie wackeln so auf dem Boden. Ja. Ach ja, jetzt weiß ich, warum da eh steht. Apro I, drück mal T. Danke. Die wackelt schon. Bitte nicht abkratzen, bevor ich euch eigenhändig töte. Vorsicht! Hm? Da diese. Oder geht es auf? Okay. Ich dachte schon, das macht gleich Blatt oder so. Nein, das wäre zu high-tech. Aber wie der alle rumwackelt, was hat das? Ja, naja, weil der Boden sich halt bewegt. Ja, unten, aber das ist ja nicht realistisch. Nein. Aber bei dem Spiel ist es auch nicht ganz so schön, dass es nicht so realistisch ist. Naja, das stimmt auch. Kannst du dich bitte hier einmal in diese Walze stellen? Nein! Bitte? Bitte? Ach, Mann! Da! Passiert aber nichts. Langweilig. Ach, der schon wieder. Wo ist er? Über uns. In der Luft. Ich glaube, jetzt musst du aber die Waffen benutzen. Wo ist er? Bei mir. Ich bin so stark! So stark wie ein Gott! Sein Tankkissen! Ich sehe nichts außer Feuerwerk. Ich weiß nicht, wo der Tank ist. Ich bin leer geschossen. T! Der Rücken ist ein verdammter Rücken. Komm schon, Jack! Wir müssen ihn erledigen! Ich versuch's ja so! Oh, komm noch andere, komm noch andere. Ich schieß weiter auf ihn, machst du die anderen? Ich bin fast tot. Was? Fuck. Oh, die Jägerin. Alles gut. Was? Ach komm! Boah, warum kommt der jetzt? Holy shit, der schreddert einen aber auch ganz schön. Los, 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 los! Halt sie rein! Wir schaffen das, Jack! Was sagt der B? Super, hat nicht funktioniert, ich leg. Kommst du zu mir? Ja. Mein Bass muss kurz hier hinten heilen und zwar nicht weggehen. Ich sehe nichts mehr. Lol, das ist ja. Ich bin. Alles gut. Ja, ja. Aber der kommt hier um die Ecke, ne? Ja, ja, komm, weiter mit. Ja, gerade eben! Achtung! Er benutzt Unterstützung! Was? Ich bin hier hochgefahren! Ich bin hier oben! Wie geht das? Der Aufzug! Sehr gut. Danke, Schwester! Komm wieder runter! Ist er auch zu? Ja, ich fahr schon wieder hoch! Ich komm runter. Boah. Hallo, das ist. Wo bist du? Unten. Nee, ah, da drüben. Ich komm zu dir. Ja, ich brauch Tee. Oh, komm hier rein, hier rein. Hier gibt's Munition und alles. Für alle guten Waffen. Ja, scheiße! Ja, ich hab alles gut. Der Typ. Du brauchst den Laser oder sowas. Ich bin leer.
Wow, 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 wow! Hinter dir, hinter dir! Ich hab keinen Schuss mehr für den scheiß Laser, das gibt's doch gar nicht! Aber das ist eh die falsche Waffe, ich glaube. Oder? Elektrokraft. Oh! Warum? Aber was ist los? Oh, leck mich am Arsch hier! Ja, Moment. Was macht denn diese krassen Wo bist du? Ach, oh, du musst dann bei ihm. Immer ich bei leg, ihm. Ich bin auch tot. Alles gut? Nein, das ist gar nicht gut. Willst du oder soll ich? Du. Ich mach. Ja. Aber er kommt hier bei mir wieder um die Ecke, ne? Ja, ja, ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Bleib nicht darüber laufen. Ja, lauf halt früh hin. Hä? Okay. T. Er war ganz woanders. Oh, er schießt auf mich. Wow. Was hier mal alles explodiert. Fuck, wieder keine Waffe. Was Elektro hast du gesagt? Ja. Aber er ist fast tot. Ja? Wir haben. Wow. Meine Fresse! Wir haben nur zwei Leben verloren. Easy beim ersten Mal. Wir haben nur drei Leben. Ja, ich weiß. Nur zwei. Aber der hält auch viel aus, ey. Was glaubst du, was du so machst in dieser anderen Dimension? Ich schreibe mein erstes Buch. Und worüber? Zwei Schwestern. Abenteuer auf der ganzen Welt ist echt verdammt gut. Da wette ich drauf. Und du? Wahrscheinlich bin ich irgendwo draußen. Den weiten Himmel über mir, den Wind im Gesicht, Erden um mich rum. Genieße das Leben. Ah, die Türfrau. Die war gut. Abby, mach das nie wieder. Was denn? Den Kerl finden, den dein FBI nicht fand? Scheiße. Hört mal alle her. Fürs Erste haben wir den Plänen des zweiten Regimes einen Riegel vorgeschoben. Aber nicht auf Dauer. Wir schaffen das nicht allein. Nur mit unseren Verbündeten überall auf der Welt. Warte, heißt das etwa, ihr geht? Solange wir weg sind, übernehmt ihr das Ruder. Das kriegen wir hin. Ja, das können wir. Unsere Mädels kriegen alles hin. Aber klar doch. Oh yeah. Und was jetzt? Jujus und Lothars Freunde in Berlin werden die Stadt nicht verschonen. Wir werden sie erwarten. Gut. Seid ihr zwei so lange bereit für einen Auftrag? Schieß los! Klaut so viel von Lothars und Jujus Technologie, wie ihr könnt. Wir müssen uns vorbereiten.
Und worauf? Ihr wisst schon, die Apokalypse. Hey, alles klar. Wenn sich die Nazis in die Luft schwingen, machen wir das auch. Wir werden diese Schweine auf gar keinen Fall gewinnen lassen. Auf keinen Fall. Es fängt bald an zu regnen, Mädels. Abspannmusik. Ja. Aber gut. Aber da gab. Ja. Aber da gab's sicher am Ende irgendeinen Trick, weil irgendwas hat er ja runtergeballert über die ganze Plattform. Das war nicht er, oder? Ich glaub schon. Nee, aber irgendein Trick. Wir haben es trotzdem geschafft, auch ohne Strategie. Nee, da konntest du ja nirgends hin. Das war ich überall. Bin jetzt mal weggerannt. Das hat er ganz kurz angefangen, dann hast du Zeit wegzurennen. Dann wurde es immer schlimmer in dem Bereich. Warum ist denn so oft gestorben? Das war, als ich in den Gegend gerannt bin, in die falsche Richtung. Und Munition leer. Jedes Mal die scheiß gute Munition mal leer. Da wechselt er auf die Billigwaffen. Was will ich denn mit der Pistole, Gottes Namen? 80er Musik. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das doch wieder eigene Musik, oder? Ich hoffe. Meinst du, es kommt noch so ein Mini-Spoiler? Kann sein. Mist. Weiß ich nicht. Trotzdem der Style. 80er. Der Style. Ich glaube, der meint den Style von der Mucke. Aber das der sieht bei mir aus wie eine Klammer mit Null. Ganz komisch. Ja, okay. Geb ich dir recht. Ich hatte es übertippt. Oder wollt die Klammer für die 8? Ja. Ach so, ja, okay. Und deswegen hat er es nochmal geschrieben. Ja. Genau. Aber der hätte auch gut gepasst. Ja. Jetzt Webcam machen, Tobi, und Updance. Bin dafür. Ich wacke nur mit dem Bein, das langt. Ab wie viel Follower kommt der Dance von dir? So wie du gesagt hast, dass du die Webcam machst. Also 10.000? Ja, ja. Okay, du tanzt und ich mach die Webcam, das ist okay. Ja. Ich tanze dann, mach die Webcam aus. Mond, ja. Tapfer, kleine Liebling. The House of the Rising Sun. Nein, Weltraumserven. Aber dürfte man die dann, sind die Copyright Free Dinger? Nein, die gehören Wolfenstein. Ja, also ich glaube Game Machine oder neben Machine Game. Oder, aber ich dachte immer die Spielmusik davon benutzen. Nein. Die haben meistens registriert sind, wollen aber kein Geld dafür, aber du kannst sie. Also. Rein theoretisch kannst du sie in anderen Sachen benutzen, aber es besteht halt immer die Gefahr, dass sie sie irgendwann einfach striken. Aber machen sie. Damit kennst du dich aus, ne? Ist halt so. Also striken nicht, aber sie können halt das Geld dann. Dass sie einfach dann auf Ding schalten, auf Geld verdienen und sie kriegen das Geld. Was bei YouTube ja eh komplett für den Arsch ist.
Weil selbst wenn du ein 10-Stunden-Video machst und du hast 2 Minuten Musik oder nur 30 Sekunden, dann kriegen die kompletten Einnahmen von diesem Video, gehen an den Typen. Ja. Rein theoretisch müsstest du, wenn du sowas machst, irgendwo auch ein Video, also du müsst einen Zweitkanal haben, dann eigene Musik machen, die dann rechtlich schützen über YouTube und die immer am Ende von deinem Video mit einbauen, sodass du dein eigenes Video immer claimst, sodass du auch einen Teil von dem Geld kriegst. Das wäre richtig Brain, mach das mal, Tobi. Der Monstering Klicks lohnt sich ja eh nicht, aber. Ja, sowas aber dann mit deiner krassen Musik, dann wird's ja abgehen, hallo? Aber rein theoretisch. Wenn du dazu noch singst, dann ist ja ganz vorbei, ne? Ja. Dann machst du ja hier den Mr. Montana. Konkurrenz. Ist doch scheißegal, das muss ja nur im Video am Ende drin sein, dass ich einfach auch 50% der Einnahmen krieg. Aber ich hab's mir schon öfter gedacht, weil du, selbst wenn du Copyright-Free Musik nimmst, zeitweise trotzdem den Dings da kriegst, dass die das dann ja. kriegen, das Geld, obwohl bei der Musik dran steht, dass du es benutzen darfst, auch für deine kommerziellen Zwecke, bla bla bla. Das Problem ist halt, wenn es jemand anders, also wenn die frei sind, kann das ja jeder einfach schon mal für sich registrieren. YouTube interessiert ja nicht, wer wirklich der Urheber dran ist, sondern muss der was als erstes für sich beansprucht. Das heißt, die sagen, das ist okay, und jemand anders, von mir ist aus China, sagt, das ist aber meins, dann kriegt der das Geld. Und dann müsstest du Einspruch erheben, dass der Typ überhaupt keine Rechte an dieser Musik hat. Etc. Das ist total. Das ist ja mega bescheuert. Genau. Ja. Ja, aber dann kannst du ja mit der Musik reicher werden. Auf geht's, Tobi, auf geht's. Ja. Und wenn du einfach deine eigene Musik, dann wird's ja kein jucken. Und selbst wenn die nicht so gut ist, ist ja wurscht. Aber es nervt ja mega da mit dem. Ja, du, rein theoretisch müsstest du ja bloß. Also, du nimmst irgendein Video von Sony oder sowas, also ein Musikvideo, wo die Rechte dran haben. Dann setzt am Ende einfach ein Stück von dir rein und das musst du auch registrieren. Und dann kriegst du 50-50 von diesem Video, auf jeden Fall. Es ist dumm. Ja. So, fast so dumm wie der 2 Kilometer Abschnitt mal wieder. Abspann. Ja, da arbeiten dann sehr viele Leute dran, ne? Ja, und wenn du jetzt dabei wärst, würdest du dich jetzt freuen, wenn da irgendwo dein Name kommen würde? Ja. Man hat ja mit dran gearbeitet dann oder so. Oder wenn es dann bloß am Ende die Danksagungen sind. Finde ich ziemlich cool. Ich habe ja zum Beispiel, also nicht mein Name, meine Schwester, der Name ist in einem Buch mit drin. Weil ich es durch Kickstarter mitfinanziert habe. Das gab das Weihnachtsgeschenk. Und da wurden dann alle, die was das Kickstarter-Projekt mitfinanziert haben, wurden nach einem Buch abgedruckt. Oder durften sich einen Namen raussuchen. So, deswegen steht meine Schwester jetzt in einem Buch mit drin. Sie hat das Buch, was? Ja. Okay. Was? Ihres Buches? Sie hat ein Buch gemacht? Nein. Ich habe eins unterstützt bei Kickstarter. Das war die Sammlung zu Game of Thrones mit diesen Bildbänden. Für die Ausstellung. Mhm. Dafür gab es dann ein Buch und alle, was halt das Kickstarter-Projekt unterstützt haben, ab einem gewissen Beitrag, wurden am Ende von dem Buch einfach namentlich erwähnt. Und statt meinen Namen habe ich meine Schwester ihren Namen reingesetzt. Ach so, jetzt habe ich es auch gecheckt. Ja. Okay. Aber was manchmal auch ist, bei Filmen oder bei Spielen, wenn du bei Kickstarter ab einem gewissen Beitrag unterstützt, stehst du nachher im Abspann mit drin. Dann kommen dann die Kickstarter-Unterstützer und dann steht halt auch dein Name oder von mir aus kannst du auch dein Internetname etc. oder sonst irgendwas nehmen oder dein YouTube-Channel und sowas. Dann wirst du da erwähnt. Was heißt dich auch? Weiß ich nicht. Du auch? No. Also viele Kickstarter-Spiele, was das haben, die Finanzierung machen, sowas. Ich auch. Don't know. Vielleicht hat er auch bei dem Kickstarter-Projekt mitgemacht. Achso, er wird sich freuen, wenn sein Name. Ne. So. Okay. Ich kann mir das immer nicht vorstellen.
Eine wurde ja noch nicht erwähnt, aber. Gehört einfach dazu. Ist ja bei Filmen dasselbe. Da werden ja auch alle erwähnt. Ja, aber ist was richtig Nerviges, wenn ich bei Filmen den Abspann gucke, da nur um die deutschen Synchronstimmen zu sehen und die kommen immer fucking am Ende. Das regt mich auf. Und die Originalstimmen sind ja immer davor schon. Das nervt mich so. Ja, ganz am Ende, auch im Kino, ist ja das Letzte, was kommt, sind die deutschen Synchro. Ja. In meinem eigenen Bild, das gehört ja gar nicht zum Abspannen dazu. Ja. Aber sowas guckst du dir an? Die Synchronstimmen? Ja. Ja. Okay. Weil ich die Leute eher an der Stimme, also nicht die Leute, aber ich erkenne eher die Stimme von den Leuten als die Schauspieler. Ist gut, oder? Ja, aber da viele Schauspieler, also amerikanische, mehrere, also gleiche deutsche Synchro-Stimmen haben, ist es doch manchmal auch ein bisschen verwirrend, weil dann hörst du eine Stimme und hast einen ganz anderen Typ im Kopf. Ja, das stimmt. Und was noch viel schlimmer ist, wenn die mittendrin ihren Stammsprecher verlieren und einen anderen kriegen. Ja, das stimmt. Boah, das geht mir immer so auf die Nerven. Weiß nicht, bei, wo waren das? Weiß ich nicht mehr. Sons of Anarchy? Sonst auf einer Seite. Der Ron Perlman, hat er den nicht auch gewechselt und dann hat er sich mega komisch angehört? Ich glaube, ja. Es ist schon sehr lange her, dass ich sonst auf einer Seite geguckt habe. Columbo. Columbo, muss ich zugeben, habe ich nie so verfolgt, dass ich wüsste, wie der klingt. Noch besser ist, wenn da noch eine Szene kommt, wo man schon lange ausgemacht hätte. Ja, ich bin hier so ein Ausmacher. Ich mache immer aus. Ich gehe auch im Kino. Das hasse ich ja, Leute, die so lange sitzen bleiben. Ich bleib immer sitzen. Ja, ich weiß, ich kenne auch viele, aber ich kann es gar nicht leiden. Weil dann Marge andere Simpson, Leute schon aufstehen. Ja. Aber Marge Simpsons Stimme habe ich mich gewöhnt an die neue. Die fand ich nicht so schlimm. Homer Simpson, ja. Aber zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben dieselbe Stimme. Also denselben Synchronsprecher. Oder hatten. Ich hab den, der macht's nicht mehr. Und wo sie dann, oh, wie hieß der Film, wo sie ausbrechen aus dem Gefängnis? Da hat dann Schwarzenegger eine ganz andere Stimme bekommen, weil der es nicht beide synchronisiert hat. Das klang so furchtbar. Oder wenn du manchmal den Originalton, na gut, hörst du nicht, aber... Nee. Originalton ist manchmal auch wirklich komisch, wenn du dann die Originalstimme von dem Typen hörst und dir denkst, die passt gar nicht zu dem. Ja. Und die Synchronstimme passt viel besser zu dem Typen halt, ne? So. Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben sehr, sehr gute Synchronsprecher in Deutschland. Ja. Ich glaube sogar weltweit die besten. Einfach weil Deutschland da so eine sehr lange Tradition drin hat, Synchronsprecher. Ja, aber das Ding ist, wenn sie Synchronsprecher eingesetzt werden und es kein Originalfilm, wenn es so ein original deutscher Film ist, ist die Stimmqualität auch einfach immer schlechter. Ja, das kommt das ja wegen... Das kommt ja wegen dem Synchronsprecher, weil es neu aufspielen und viel lauter. Deswegen sagen ja auch viele, dass wenn sie im Original gucken, der Ton viel schlechter klingt. Ja, und deswegen gucke ich es nicht original, weil das nervt mich immer richtig. Ja, wir sind halt total verwöhnt, das gebe ich ja ernsthaft zu. Also ist aber, hier ist alles durchgekrönt. Ihr tragt große Stärke. Nebenmission. Nebenmission. Hilft den Bürgern von Paris. Und mit deiner Fähigkeit können wir noch den Rest einsammeln. Ich würde sagen, dann machen wir noch einmal. Die Hauptmission ist abgeschlossen. Ich denke mal, jetzt machen wir einmal noch. Dann gehen wir richtig kräftig die Nebenmission machen, das Zeug noch einsammeln, dann ist gut, ne? Das hat mich ausreichend abgehärtet. Was auch kommt. Ich bin. Was heißt, wir machen? Wir nehmen noch einmal auf. Wir streamen noch einmal. Ja, das finde ich gut. Also wir machen aber für heute fertig erstmal. Oder? Ach, für heute fertig? Komm mal auf, mir ist egal. Wenn ich hätte jetzt noch eine Stunde oder so drangehen, dann sind wir durch. Weil ich glaube, mehr ist es nicht. Ja, okay, dann machen wir noch eine Stunde. Aber ich muss da noch mal kurz weg. Ja, wir können ja jetzt kurz... Dann lass ich mir einen Kaffee raus, du kannst kurz aufs Klo oder so, was auch immer. Mhm. Klingt gut. Okay. Also gut, dann gibt's noch eine Folge, wo wir noch die Nebenmission machen und dann ist das Spiel dann auch zu Ende. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.